Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren kleinen Map, beziehungsweise Command Creation. Und zwar zeige ich euch was ziemlich cooles, und zwar selbstbewegende Strukturen in Minecraft. Und dazu gehören zum Beispiel Katzen oder auch Einhörner. Einhorn, ja. Und das will ich euch zeigen. Ich habe euch alles vorbereitet, das funktioniert in der Command Box. Und jetzt erstes mal meine Katze wieder mal gespawnt hier so. Und sieht dann so aus hier. Irgendwie ausgestellt, den sieht zum Beispiel das Einhorn. Den kann man vielleicht nicht ganz erkennen, dass es eine Katze ist, aber viel Platz für die Details einfach nicht drauf. Aber ja, das funktioniert alles mit Slime Blocks und Redstone Blocks und Pistons, die sich dann gegenseitig halt verschieben. Und dann bewegt sich die Katze, wenn wir das Schild aber breaken. Und dann seht ihr schon, das hebt so richtig eigenständig hier die Füße und das lutscht einfach die Katze. Und das ist auch mal wirklich cool. Und ja, sehr, sehr cool gemacht. Und ja, das Ganze ist gemacht von CubeHamster. Link ist in der Videobeschreibung. Das ist auch zu diesen ganzen Zielen hier. Also das ist wieder was anderes. Ziemlich cooles. Das sehe ich gleich. Und halt, diese Katze läuft. Ich habe schon was ausgetestet, halt hier. Und ja, warum dieses Loch hier ist, das zeige ich euch jetzt. Nämlich, Freunde, gibt's auch noch was anderes. Und zwar eine TNT-Katze. Das hat kein Quarz, sondern TNT. Und manchmal können wir jetzt eine kleine Mauer hier bauen. Dann wird das hier gleich stecken bleiben. Und es wird hier alles explodieren. Boom, 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 boom. Ein Restblock überlebt. Und ja, jetzt haben wir noch jetzt auf einmal so ein Boom 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 da ist. Und ja, das ist ziemlich cool und ja. Irgendwas auch das verstanden. Nein. Als drittes hätten wir ein Einhorn, was ihr da schon hingesehen habt, und das sieht dann so aus. Was spaziert so elegant einfach hier über die ganzen Löcher hier drüber. Und jetzt diese unter den ganzen Flügeln hier und den Zaun hier als eine Hase so, als Horn. Und das fühlt sich alles wirklich mit so einem Block, das sieht ziemlich cool aus hier. Und, oh, ist das gut? Das ist gut. Ah, cool. Kann sich sogar reinsetzen. Yay. Ich reiche ein Horn. Schau, wie dich. Extrem cool. Sieht ihr alles mal bei dieser Minecraft einfach. Das ist richtig cool. Ich hab hier so ein 1.8 drauf. Und, das ist wirklich extrem nice. Ja, und das ist eine wirklich sehr, sehr coole Sache. Und ja, ein Einhorn und eine Katze. Und ja, und die sind da ein bisschen stecken geblieben, weil die Chunks nicht geladen waren. Aber ja. Und dann gibt's noch was drittes. Das letztes als viertes. Und zwar einen X-Wing aus Star Wars. Kennt ihr vielleicht. Das können wir hier auch beschwören. Ja. Und dann haben wir so einen kleinen X-Wing. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Kann man, glaube ich, erkennen. Der typischen Farben hier und so mit den Flügeln hier in X-Form angereiht hier so. Und ja. Sehr, sehr cool. Und ja. Um das zu starten, müssen wir mal hier hingehen. Seht ihr schon den Node-Block? Den müssen wir mal entfernen. Dann müssen wir hier hingehen. Und Rest-Block hier hinbauen, genau. Ey. Warum muss man jetzt zerstören? Dann seht ihr schon hier. Der X-Wing, er fliegt, er fliegt, er fliegt. Und das ist auf jeden Fall eine extrem coole Sache. Das muss man auf jeden Fall mal sagen. Seht ihr, das funktioniert mit Command-Blocken hier, die sich so, eigentlich mit Command-Blocken, mit Redstone-Blocken, mit Line-Blocks, die sich gegenseitig antreiben. Und bisschen bewegen, hatte die Slime-Block nach vorne und dann wird hier ein anderes bisschen ausgelöst und das fährt. Sehr, sehr coole Sache und ja. In der nächsten Zeit werde ich euch mal was anderes Großes vorstellen. Und zwar, das ist irgendwie viel, viel größer als das alles, was ich euch gezeigt habe. Also, da kommt auch ein anderes Video, einen zweiten Teil davon. Auch mehr mit der gleichen Art. Ah, viel, viel größer. Freut euch mal drauf, das wird richtig cool. Gut, das ist das gewesen von diesem heutigen Video.
Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da, abonnieren nicht vergessen. Oh, tschüss.